Denn alles Wissen nicht raten wie ein Riesenspeicher, den man füttern muss. Doch was muss, das muss und irgendwann ist ja mal schlimm. Ich möchte lieber surfen, geh mit meiner Maus bei mir zu Hause in meine Welt durchs Internet. Ach, Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic, alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen. Freunde sind das Wichtigste überhaupt. Deshalb bleibt Proxy auch bei uns und zieht nicht mit ihrer Mutter zusammen. Meine besten Freunde sind Adrian und Tobias. Komm, komm, komm. Auf zwei, ja. Ja. Eins, zwei, drei. Yes! Wo bist du? Was sind das für Leute? Liz, geht's dir gut? Keine Angst, das sind Freunde und keine durchgeknallten Terroristen. Justus macht gerade seinen Führerschein. Und weil er gut mit Bella befreundet ist, hilft sie ihm natürlich dabei. Ich meine, sowas kann man reparieren. Sowas kann man reparieren heutzutage. Oh, Scheiße. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das wird nichts mehr. Natürlich wird das was. Ja, ich bin nicht. Das war nix. Das mit Sophie, das war echt. Das mit Bella hätte echt werden können. Oh, Tommy. Ich weiß nicht mehr, was ich falsch gemacht habe. Erst macht sie mich an und dann nix. Wahrscheinlich hat sie jetzt schon wieder einen anderen. Genau den stelle ich mir gerade vor. Was sonst noch so los ist? Meine letzte Bewerbung beim Space Camp ist jetzt schon über ein Jahr her. Damals hat es noch nicht geklappt. Aber ich will unbedingt nach Florida. Immer noch. Liz, hallo. Morgen. Kann ich Sie mal kurz sprechen? Ja? Ich habe heute Morgen eine E-Mail bekommen von der Kommission, die die Aufnahmeprüfung für das Space Camp überwacht. Und, guess what? Liz ist eingeladen. That's right. Man hat mich gebeten, dich für die Dauer der Prüfungstage vom Unterricht freizustellen. Herzlichen Glückwunsch! Danke! Ey, das ist ja super. Dieses Jahr klappt bestimmt. Klasse, Liz. Ja, davon gehe ich aus. Und für das restliche Quäntchen Glück, da drücken wir alle die Daumen. Stimmt's? Dankeschön. Ich habe schon den ganzen Winter übertrainiert. Und jetzt zum Schluss ziehe ich das Tempo noch ein bisschen an. Und machst du es alleine oder hast du dafür einen Motivationstrainer? Ich mach das. Ich kann ganz toll motivieren. Aha, dann kann ja nichts mehr schiefgehen. Aber hey, aber ich habe letztes Jahr schon mit Liz trainiert und Erfahrung zählt bei sowas sehr extrem. Ja, dann viel Erfolg mit deinem Motivationsteam. Danke, Jungs. Hey, Tommy, warte mal. Wieso bist du heute früh so schnell aus dem Zimmer? Du hast nie mal guten Morgen gesagt. Guten Morgen. Alles okay bei dir? Ja, alles bestens. Bei dir? Wie war dein Date? Wieso ein Date? Was für ein Date? Ich hatte doch kein Date. Ja, das mit den Jungs. Für Bio. Ach so, das. Ja, war cool. Hat mir was gebracht. Ja, das hoffe ich doch. Oder unseren Abend dafür abgesagt hast. Bei der nächsten Arbeit kriege ich eine Eins und dann machen wir unseren Jungsabend. Nochmal. Logisch. Ich habe immer fertig Zeit. Oh, schon so spät. Ich muss gleich los. Tut mir leid. Freistunde. Erste Fahrstunde. Drück mir also die Daumen. Ja, werde ich machen. Du Lügner. Und? Hast du schon bereut, dass ihr nicht zusammengezogen seid? Konstanze? Nö, warum? Ich find's super hier. Und wenn ich mal Lust habe auf Großstadt und meine Mutter, dann fahre ich halt nach Hamburg. Ist doch klasse. Konstanze! Was denn? Ihr seid in einem Zimmer, ihr könnt immer quatschen. Aber ich muss das jetzt wissen. Was musst du denn wissen? Ob Raphael morgen mitkommen darf. Klar, gern. Ich werde auch mit zwei nervigen kleinen Jungs fertig. Ha, witzig. Raphael, Conny hat gesagt, du darfst mitkommen. Nenn mich noch einmal Conny und ich sag nein. Und keine Überholaktion auf den Straßen. Logisch, immer schon im Gänsemarsch. Hä? Im Gänsemarsch? Willst du aber dein Fahrrad schieben? Wieso Fahrrad? Tja, so läuft das bei uns. Keine Fahrradtour ohne Fahrräder. Du hast gesagt Ausflug? Ja, mit dem Fahrrad. Ist das ein Problem? Nein, Nein, mein Fahrrad ist kaputt. Hin, da geht nichts mehr. Oh, nee. Ach, komm schon, ich stehe auf dich, das ist doch klar. Die beiden sind meine besten Freunde. Kumpels, nenne ich's. Ja klar, dann ist Nils auch mein Kumpel. Tobias hat mir schon letztes Jahr versprochen, für mich da zu sein. Als Freund. Und nur weil er es letztes Jahr gesagt hat, kann er dieses nicht auf dich stehen? Schau sie dir doch an. Hi, Liz. Hi. Hi. Wenn sie nicht verknallt sind, dann heiße ich Lady Gaga. Du müsstest mal sehen, wie du das anstarrst. Ich? Du stehst auf sie. Klare Sache. Jetzt guck mal, wer da spricht. Ich streite sie auch nicht ab. Ich auch nicht. Da muss Liz entscheiden, wen sie lieber mag. Ja, okay.
Fragen wir sie. Sag mal, spinnst du? Wie peinlich ist das denn? Ja, was dann? Sollen wir uns prügeln? Quatsch. Das hat gerade ganz andere Sorgen am Kopf. Ja, und wir helfen ihr. Eben, wir helfen ihr. Alles andere später. Check? Check. Ich gehe natürlich voll auf die Bremse, ist klar. Aber ich habe natürlich vergessen, die Kupplung zu treten. Und wirkst den Motor ab? Ja, und wir bleiben mitten auf der Kreuzung stehen. Ja, Mann, du Arme. Oh ja, wenn das so weitergeht, dann schaffe ich es nie ohne extra Stunden. Und kann vielleicht nie meinen Bruder zu einer Spritztour einladen. Oder doch so mies drauf ist in letzter Zeit. Oh, ja, ich würde sagen, Bella fragen. Oh nee, lass mal diese Computersimulation, die bringt's irgendwie nicht so. Ja, aber echtes Fahren bringt's. Ich fahre meinen Papa morgen zum Sport und dann hätten wir vielleicht eine Stunde Zeit. Für was? Ja, der Parkplatz ist echt perfekt zum Üben. Aber das ist doch verboten. Uns wird schon keiner erwischen. Aber bitte sag Tommy nichts davon. Ich glaube, der mag das nicht so, wenn wir zusammen abhängen. Hey, Tommy. Warum? Naja, er ist irgendwie immer noch nicht so über dich hinweg. Das ist doch Quatsch, das... Tommy. Weiter! Ja, los, Liz! Super, und 8! Sehr gutes Timing! Lass dich nach! Und 9! Und 10! Super, Liz! Super! Möchtest du noch irgendwas trinken? Ich hab auch noch wichtige Ballaststoffe. Leute, ich hab nur 10 Klimmzüge gemacht, aber danke. Ja, na, und ich bin dein Motivationstrainer. Ja, ich auch. Na dann, los, Motivationsteam! Auf zum zweiten Set! Und... 1! Weiter so, Liz! Super! Weiter so! 2! Perfekte Haltung! Klasse! Warte, warte, ich mach ein bisschen. Das motiviert extrem. Okay, danke. Und 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! Puh, fertig! 11! 12! 13! 14! Na dann, auf zur nächsten Disziplin, Jungs. 1 Kilometer Ausdauerlauf. Ich hab gewonnen. Das fand sie ziemlich cool. Ja, freu dich nicht zu früh. Und wenn man ins nächste Level kommt, kriegt man 100 Bonuspunkte. Plus das Laserschwert. Boah, ist das fett. Hab ich aber noch nie geschafft. Oh. Yes! Ich hab's gewusst! Konstanz ist die beste Schwester der Welt! Echt, das hast du ja noch nie gesagt. Sie hat dir ein Fahrrad besorgt. Ein Fahrrad? Ich hab natürlich nichts verraten. Und wie findest du das? Toll! Wow! Ein Fahrrad. Ja, das hat sie von Roxy geliehen. Und die von der Rottbach. Jetzt müssen wir nur noch den Sattel tiefer stellen, weil Roxy... Und dann geht's ab. Super Schwester, wirklich. Sag ich doch. Hat jemand die Zeit? Sehr gut, Liz. Sehr gut. Yes! Du hast mich abgedrängt. Tja, du bist zu langsam für uns, Schildkröte. Hat jetzt jemand die Zeit? Ich muss wissen, ob ich mich verbessere. Ja, Tobias. Ja, hallo, ich hab dir die Stoppuhr gegeben. Hä? Also niemand. Super Team, danke. Und nochmal. Hey, Mann. Hier. Oh. Tommy, alles klar bei dir? Alles bestens, danke. Ich suche noch einen Trainingspartner. Hättest du Lust? Nee. Willst du nicht mal hochkommen? Warum? Ja, Training ist, wenn du seit einer halben Stunde Liegestütze machst. Vielleicht willst du mal reden. Ist auch okay. Ich hab genug. Ich hau ab. Ciao. Ja, dann geh halt. Wo ist Justus eigentlich? Hat der auch keinen Bock? Der hat wahrscheinlich was Besseres zu tun. Glaubt echt, das ist eine gute Idee?
Du hast doch gesagt, Luft anhalten ist die Königsdisziplin bei der Astronautenausbildung. Ja, aber eigentlich geht's eher darum, keine Panik zu kriegen. Naja, also los, tauchen wir ab. Okay. Du klemmst jetzt aber nicht die Nase zu. Das kommt Wasser rein? Oh Gott, eine Nasenklammer. Wie uncool ist das denn? Naja, passt zu dir, ne? Ich kann auch ohne. Nee, kannst du nicht. Kann ich doch. Können wir jetzt. Okay. Eins, zwei und los. Leute, das reicht. Es geht hier nicht um euch, es geht um mich. Ich will ins Space Camp und ihr seid meine Motivationstrainer. Ja, ja, klar. Wenn ihr beide ertrinkt, nur weil keiner von euch aufgeben will, ist es nicht sehr motivierend. Und ich mach dich doch nicht mehr, weil du vielleicht besser bist als er. Ist er gar nicht. Klar bin ich das, hast du doch gehört. Ja, du bist so ein... Oh, wisst ihr was? Ihr kapiert's einfach nicht. Ey, Mann, was soll das denn? Liz, warte. Schau mal, da laufen sie wieder. Ach, Ling, bitte hör auf. Niemals. Ich will alles wissen. Wie läuft's denn mit dem Spacecamp? Toll. Ich bin total fit. Ja, ja, egal. Prüfung. Was ist denn jetzt mit deinen beiden Komikern da? Stehen die auf dich? Keine Ahnung. Kann sein. Also ja. Und, wer ist dein Favorit? Oh, niemand. Ich möchte einfach nur in das Camp. Und die beiden sollten mich eigentlich dabei unterstützen. Aber hier ist anscheinend nie. Liz, hi. Guten Morgen. Hast du geschlafen? Ja. Nichts ist überhin. Was ist denn mit Raphael los? Raphael, was ist mit deinem Bein? Oh Mann, du glaubst echt nicht, was mir gestern passiert ist. Ich war im Wolfsgehege. Und hat dich der Wolf gebissen? Nee, aber meine Tante hat Angst bekommen, weil der Wolf geheult hat. So, wuh, und dann ist sie weggerannt und ich hinterher. Und dann bin ich über einen Baumwurzel gestolpert. Und jetzt ist das Knie hin. Du Armer. Das kann aber auch echt dauern. Dann wird es ja nichts mit unserer Fahrradtour. Und nur weil meine Tante Angst hat vor Wölfen. Ich rede mit Konstanze. Wir verschieben die Fahrradtour, bis du wieder fit bist. Es kann um vielleicht 3 bis 4 Wochen dauern. 3 bis 4 Wochen? Vielleicht 5 oder auch 6? 6 Wochen? Da musst du Herrn Zechab sagen. Dann kannst du nicht mit auf die Wandertour kommen. Oh Mann, wer da bleibt, muss einen Aufsatz schreiben. Naja, vielleicht geht's ja in der Woche wieder. Weißt du was? Macht eure Fahrradtour ohne mich. Da fühle ich mich wirklich besser. Ehrlich. Hey Tommy. Kann ich kurz mit dir reden? Was willst du von mir? Ach nee, was habe ich dir denn getan? Warum bist du nur so komisch in letzter Zeit? Lass mich mal überlegen, woran es liegen könnte. Ja, das mit uns ist nichts geworden. Aber du kannst mir auch nicht ewig aus dem Weg gehen. Ich mache mein Abi vielleicht gar nicht hier. Meine Eltern ziehen nach Berlin, mein Papa hat eine neue Arbeit. Na dann, viel Spaß. Können wir nicht einfach Freunde sein? Spricht irgendwas dagegen? Nö, nix. Hallo, Freundin. Auf geht's, Jungs. Das ist die Königsdisziplin. Strengt euch an. Du kennst ja noch aus dem letzten Jahr. Ja klar, hat echt Spaß gemacht. Also ein Ersatz für die Simulation der Erdanziehungskräfte bei 1 in die Atmosphäre kann das hier aber nicht sein. Wow.
Da kommt drauf an, wie schnell man dreht und wie gut man das kann, ne? Das ist ja eine Frage der Technik als der Kraft. So, Jungs, es reicht langsam, okay? Eins, zwei Schübe noch, falls Adrian nicht schlapp macht. Oder Tobias. Anhalten, okay? Wirklich jetzt. Anhalten. Okay, bitte, anhalten. Liz! 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 Spielen. Was als Silo schon mal allemal. Du mit deiner rechten Flanke. Naja, aber dann. War nicht an deinem rechten Bein die Schiene? Was, Quatsche? Wie kommst du denn darauf? Ich hätte mein Handy drauf verwettet. Wenn du es unbedingt loswerden willst? Nee, lass mal. Du wirst es ja besser wissen. Liz? Liz, ist alles okay? Bist du sicher, dass alles in Ordnung ist? Ja, mir geht's gut, wirklich. Hol auf meinen Finger. Ich erkenne und sehe alles. Sogar den Dreck unter deinem Fingernagel. Was? Spaß. Trotzdem bringen wir dich ins Krankenhaus. Nur zur Kontrolle. Ist übertrieben, wirklich. Du bietet recht. Sicher ist sicher. Ey, Liz, du bist da gerade aus dem Ding rausgeflogen. Komm schon, auf geht's. Oh. Ist dir schlecht? Willst du dich noch mal setzen? Soll ich einen Krankenwagen holen? Nein, das geht. Wirklich. Und jetzt, let's go, Boys. Perfektes Timing, Kleiner. Ich muss dich was fragen. Welcher sieht besser aus? Der oder der? Ich habe mit dem Express nichts zu tun. Fragt Joe. Oder Bella. Nee, der ist nicht fürs Layout. Der ist für meine Bewerbungsmappe. Ich mache vielleicht doch kein Abi und werde Grafikdesigner. Damit. Viel Glück. Mann, Tommy, was ist denn eigentlich los? Warum bist du nur so komisch? Habe ich dir irgendwas getan? Hast du ein schlechtes Gewissen? Nein, hab ich nicht. Ich frage mich nur, warum du immer so mies drauf bist. Jetzt nimm doch mal die Dinger raus. Oder weißt du schon, dass ich nach Berlin gehe, wenn das hier klappt? Und bist sauer, weil du dann alleine bist? Ach so. Du gehst also auch nach Berlin. Was für ein Zufall. Wieso auch? Na, weil jetzt alle nach Berlin gehen. Und du eben auch. Ja klar, Berlin ist cool. Ach, mach doch, was du willst! Wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß. Ach, wie gut, dass niemand weiß. 4 bis 5 Wochen Beinschiene, vielleicht sogar 6. Dummies, es tut mir leid. Dummi, ich kann nicht Rad fahren.
Wieso sagst du das nicht früher, anstatt mir hier einen vorzutanzen? Hast du mich nicht verstanden? Ich habe gesagt, ich kann kein Rad fahren. Jeder Vollhonk kann Rad fahren, nur ich nicht. Na und? Dann bist du ja kein Vollhonk mehr. Oh, das ist nicht witzig. Es tut mir leid, dass ich dich angelogen habe. Mir auch. Wir hätten schon längst über einen anderen Ausflug nachdenken können. Vielleicht mit dem Bus oder zu Fuß. Denkst du, wir machen den Ausflug ohne dich? Und später bringe ich dir dann das Radfahren bei. Ist ja nie zu spät dafür. Was willst du für mich tun? Sind wir Freunde oder sind wir Freunde? Was ist das für ein Idiot? Hallo, ich bin hier am Parkplatz in der Schillerstraße. Hier fährt sein Wagen um und ich weiß zufällig, dass der Fahrer keinen Führerschein hat. Es wird schon schief gehen. Klar, keine Routineuntersuchung. Frag mich nur, wieso Berger so lange im Arztzimmer hockt. Ja, kennst doch Berger. Da noch eine Frage, hier noch eine. Es hat zum Glück alles gut gegangen. Hätte auch anders laufen können. Wenn du so viel Schwung gegeben hättest. Ich hab zu viel Schwung gegeben? Du wolltest doch beweisen, dass du Muckis hast. Du, dass du Liz besser kennst. Du gibst es also zu. Was? Du wolltest gewinnen. In jeder Beziehung. Du nicht? Doch. Ich auch. Und was jetzt? Geh doch rein. Liz. Hey, Jungs. Wisst ihr zufällig, ob es hier irgendwo einen Snackautomaten gibt? Hey, Liz. Alles okay bei dir? Liz? Was ist? Wieso guckst du so traurig? Der Arzt sagt, es ist irgendwas mit meinem Trommelfell. Von dem Sturz. Und was heißt das für dein Spacecam? Hat er nicht gesagt. Aber ihr könnt euch ja denken, was das heißt. Ich habe jetzt echt Lust auf was Süßes. Alles wird gut, also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kicks von morgen.